Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will mich zum Anfang mal bedanken für die ganzen Gegenreden, die es zu unseren Vorschlägen schon im Vorhinein indirekt gegeben hat. Ich freue mich richtig, dass wir über diese Dinge heute diskutieren, während die Vermögensabgabe und die 49% richtig Konsens sind. Ich will trotzdem mehr. Und bevor ich mehr will, muss ich erklären, um was es geht. Was ist eine Vermögensabgabe? Orientiere ich mich an dem, was die Bundestagsfraktion diskutiert, dann ist es eine Abgabe von bis zu 1,5%, die mit großzügigen Ausnahmeregeln von den 330 Vermögendsten in Deutschland zeitlich befristet in 10 Jahren insgesamt 10 Milliarden Euro zweckgebunden für die Schuldentilgung auf Bundesebene nimmt. Kurz zusammengefasst. Wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, mal auf der Zunge zergehen lässt, dann merkt man, wie reich diese paar hunderttausend Leute sind. Notwendig. Was ist eine Vermögenssteuer? Orientiert man sich an dem, was die war bevor, das Verfassungsgericht, die wegen kruder Immobilienrichtwertefestsetzung für verfassungswidrig erklärt hat, dann ist die eine Steuer, die 3-5% der Bevölkerung betrifft und circa 5 Milliarden Euro pro Jahr in die Kassen der Länder spült. Wir sind der Meinung, dass zwischen diesen beiden Konzepten ein hinreichend großer Unterschied besteht, dass wir sagen können, wir wollen das beides. Die geringe Zahl der Leute, die dann tatsächlich beides zahlen müsste, kann sich das auch leisten. Wir sind der Ansicht, dass der Unterschied hinreichend groß genug ist, dass man die Vermögenssteuer nicht gegen die Abgabe und auch nicht wie in dem jetzt nach langem Suchen gefundenen Bund-Länder-Kompromiss hinter die Abgabe stellen müsste. Ich habe dazu Gründe. Erstens, es macht einen Riesenunterschied, ob wir 5 Milliarden Euro im Jahr mehr oder weniger einnehmen. Das macht einen Unterschied für die Haushalte der Länder. Das macht gegebenenfalls einen Riesenunterschied für die Ausstattung von Kommunen, für die Ausstattung von Schulen, für die Ausstattungen von Universitäten. Ich bin bereit, auch gegen Gegenwind für diesen Unterschied zu kämpfen. Und einen habe ich noch. Es gibt in Deutschland über 10 Billionen, das ist eine 1 mit 13 Nullen Euro Privatvermögen. Davon liegen über 60% bei den obersten 10% der Besitzenden. Ich stimme Claudia Roth zu, die hat gestern gesagt, diese Leute können sich einen schlanken Staat leisten. Und ich widerspreche sehr, sehr gerne meinem Lieblingsministerpräsidenten. Diese Leute können es sich auch leisten, ihren Beitrag zu leisten für einen sehr starken Staat. Und diese Leistung, die diese Leute da erbringen sollten, bitte ich euch, genügend zu honorieren und unserem Antrag zuzustimmen. Danke. Vielen Dank, Karl. Die Gegenrede hält Monika Heinold. Auch du hast 3 Minuten. Bitte schön. Liebe Freundinnen und Freunde, sowohl die Vermögensabgabe wie auch die Vermögenssteuer haben Vorteile wie Nachteile. Der Vorteil der Abgabe ist, dass sie sofort umgesetzt werden kann, dass es ein schlüssiges, verfassungskonformes Konzept gibt und dass es die sofortige Beteiligung der Reichen an dieser Finanzmarktkrise gibt. Der Nachteil der Abgabe ist, dass sie zeitlich befristet ist und aus Länder- und kommunaler Sicht ist natürlich ein Nachteil, dass die Kohle zweckgebunden an den Bund geht. Bei der Steuer ist es auch so, dass es Vor- und Nachteile gibt. Die Steuer hat den Vorteil, dass sie ein dauerhaftes Gerechtigkeitsinstrument ist und der Nachteil der Steuer, und das ist ganz relevant, der Nachteil der Vermögenssteuer ist, dass es kein Konzept gibt. Auch wir haben kein Konzept, was verfassungskonform ist, was verwaltungsmäßig vernünftig umzusetzen ist und was wir sofort in Kraft treten lassen könnten. Und deshalb hat Schleswig-Holstein eine Kombination beider Besteuerung, Abgaben sozusagen eingebracht und dieses ist vom Bundesvorstand übernommen. Und das heißt, wir führen erst und sofort eine Abgabe ein, weil sie praktikabel und umsetzbar ist und dann nehmen wir uns die Zeit für die Erarbeitung einer vernünftigen Steuer, eines Konzeptes und im Anschluss nach der Abgabe greift die Steuer als dauerhafte Gerechtigkeitssteuer. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte euch bitten, diesem Modell zuzustimmen. So steht es jetzt im Antrag. Das heißt also, ein
Gegenstimme zu dem Antrag, der eben von der Grünen Jugend vorgestellt worden ist. Der sollte abgelehnt werden. Aber ich möchte mich bei der Grünen Jugend noch mal ganz persönlich dafür bedanken, dass sie nicht locker gelassen haben und dass sie gesagt haben, dass wir eine dauerhafte Gerechtigkeitssteuer für Vermögende brauchen. Denn das hat auch uns in Schleswig-Holstein ein bisschen noch mal in Wallung gebracht und wir haben dann dieses Kombimodell entwickelt. Also herzlichen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben jetzt insgesamt ein Finanzkonzept, was schlüssig ist und vor allem ein Finanzkonzept, die Marktstände wurden eben erwähnt, mit denen wir uns an die Wahlkampfstände und auf den Markt stellen können, für das wir werben können und für das wir, glaube ich, auch eine große gesellschaftliche Mehrheit bekommen können. Und das sollte uns sehr, sehr viel wert sein, diese Chance auf Umsetzung, diese Chance, Sympathien für unsere Konzepte zu bekommen. Deshalb sollten wir es jetzt nicht überfrachten, sondern mit diesem Kombimodell, mit diesem Win-Win-Modell und mit diesem sehr, sehr guten Finanzpapier rausgehen aus diesem Parteitag und dafür werben, dass die Gesellschaft unseren Konzepten zustimmt. Vielen Dank, Monika. Das war eine Punktlandung, wirklich ganz genau 3 Minuten. Also, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung dieses Antrags F01-324. Ich würde all diejenigen bitten, die für den Änderungsantrag der Grünen Jugend sind, ihre Karte hochzuheben. Dankeschön. Wer ist dagegen? Danke. Enthaltungen? Dankeschön. Dann ist der Antrag mit Mehrheit abgelehnt worden. Und wir sind mit den Änderungsanträgen soweit fertig.